Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier bei uns und Matthias natürlich bei so etwas mit am Start. Genau. Und wir machen die inoffizielle Supercell-WM. Bedeutet, wir machen bei jedem Supercell-Spiel, wo man ein Duell machen kann, machen wir auch so eins. Da fallen natürlich dann schon mal Heyday, Pop und Heyday raus. Also Heyday, Pop ist nicht weltweit verfügbar. Und Heyday ist ein Farmspiel, also na, da denke ich mal, macht das jetzt nicht so viel Sinn, dass man da irgendwie gegeneinander antritt. Was bleibt, nee, nicht so wirklich. Was bleibt denn da noch übrig? Clash of Clans, Brawl Stars, Boom Beach und Clash Royale bleiben übrig. Und wir fangen heute an mit Clash of Clans und da machen wir eine Farm-Challenge. Wer farmt in 10 Minuten mehr? Es gibt da allerdings mal diesmal neue Regeln. Und zwar hat man nur 4 Angriffe. Denn sonst gewinnt immer der, der mehr jammt und das ist ein bisschen blöd. Deswegen, es gewinnt dann der, der mehr farmt, also Best of 3 sozusagen, weil es ja Gold, Elex und Dunkles gibt. Es gibt auch tolle Preise zu gewinnen bei der Supercell WM für euch. Aber das werdet ihr in der zweiten Episode erfahren, denn ihr müsst ja auch dranbleiben, sonst wäre das ja langweilig, wenn ich das jetzt schon verraten würde. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran bei Folge Nummer 2. Wir wissen auch noch nicht genau, welches Spiel das zweite sein wird. Ich kann aber mal sagen, da es ja 4 Spiele sind, sollte es dann 2-2 stehen, wird es noch ein Überraschungsspiel geben. Das werden wir dann aber auch noch sagen, was das sein wird. Und ich würde mal sagen, du bist in Meister 1, ich bin in Meister 3. Das soll jetzt eigentlich aber nicht, das wird keinen Unterschied machen. Und es zählt dann halt das, was man farmt. Also das, was wir jetzt hier sehen, was ich dann so hier gefarmt habe, das zählt. Und wie gesagt, 4 Angriffe, 10 Minuten Zeit. Hast du denn alle Helden? Ah, mein Signal ist ausgegangen, warte. Samsung, ich sage es ja immer wieder. Das hat mit Samsung nichts zu tun, das ist die fucking Elgato. Samsung, ich sage es ja immer wieder. Wenn das man, ist die dämliche Scheiß-Elgato, ist das so? Eins, wenn zwei, man ein gescheites drei, Telefon kaufen vier. Möchte, dann kaufen ja, Sie nun bitte. Nun sieht man es ja hinterher. Das hat mit dem Scheiß, das hat mit kaufen Sie zu tun, unbedingt ein Samsung-Telefono in Ihrem nächstgelegenen Telefonladen. Ja, sind wir jetzt soweit. Ja, ich hoffe, die Aufnahme läuft weiter, dann ist das ja okay. Also läuft der, siehst du jetzt ein Bild oder siehst du kein Bild? Ja, ich sehe, alles gut. Na gut, also hast du. Aber man sieht ja hinterher eh, was ich hast du alle Helden oder hast du nicht alle Helden? Nein, habe ich nicht. Wen hast du nicht? Egal. Wen hast du nicht? Den Warden und die Gladiatorin. Ja, ich habe nämlich auch keine Gladiatorin, weil ich Rathaus 12 bin und ich habe auch keinen Warden, weil der Warden im. Der Warden ist ja eh egal. Der ist ziemlich wichtig, aber er ist bei mir auch im Bau, von daher ist es ja dann ausgeglichen. Na gut. 4 Angriffe, 3, 2, 1, los. So. Dann haben wir jetzt also 4 Angriffe oder zeitlich wie lange Zeit? 4 Angriffe, aber du hast 10 Minuten Zeit. Bedeutet, wenn du extrem rumtrödelst und nur einen Angriff machst. Habe ich Pech gehabt. Ja, ich bin gerade schon mal am Überlegen. Ist halt die Frage jetzt, was man macht, ne? Nimmt man den jetzt mit, den Erstbesten? Nimmt man den nicht mit? Wie sieht es zeittechnisch aus? Ich habe ja jetzt 2 Armeen fertig quasi. Du ja auch. Deswegen müsste man noch 2 auswählen. Okay, den nehme ich auf jeden Fall mit. Den nehme ich mit. Einfach mal, weil wir es können, würde ich mal sagen. So, wo sind denn die Feger? Die Feger stehen da und da. Alles klar, ich werde schon mal dahin packen. Oh, willst du mich veräppeln? Ne. Ernsthaft? Das war jetzt natürlich. Ernsthaft? Das war jetzt natürlich ganz super von dir, mein Freund. Da alle Bomben auf einmal hinzupacken. Na gut. So, dann machen wir es halt auf die altmodische Art und Weise. Druff. Druff, druff. So, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. Diese Adler, Dave. Ja, man braucht ja den Warden nicht, genau. Man braucht den ja nicht, wer braucht denn schon den Warden? Ja, für die zum Farmen ist doch wurscht. Was? Ist voll wichtig. Ich setze da jetzt einfach schon mal 2 Zauber hin. Mal gucken, einfach mal, weil ich damit spekuliert habe, dass da was ist, aber ist nicht. So. Dürfen wir die Helden jammen, wenn sie Fratze sind? Von mir aus. Ich habe jetzt gleich den ersten Angriff fertig. Sollen wir eben gucken? Komm. Könige noch zünden? Okay, die Helden sind so kaputt, sind die jetzt noch gar nicht. Es geht, glaube ich, noch. Müssen wir mal gucken. Der König ist so bei ungefähr ein Drittel, würde ich mal schätzen. Die Königin ist noch, hat noch volles Leben und wir haben Angriff 1 schon mal fertig. Ja, ich habe jetzt noch 8 Minuten 15 Zeit. Also könnte es ungefähr passen mit 4 Angriffen. Wahrscheinlich muss man sich bei einem dann so ein bisschen beeilen. Deswegen will ich jetzt, auch, gar keine Zeit verpleppern hier. Als Clanburg ist aber erlaubt, ne? Also würde ich jetzt mal sagen, oder? Ist das jetzt? Ja, warum nicht? Ja, gut. Dann wüsste ich jetzt nicht, warum es ging das. Ja, nicht nur im Endeffekt drum 4 Angriffe und nicht, dass du jetzt irgendwie 10 Angriffe fertig jammst oder so. Nee, ich jamme halt jetzt den König. Von mir aus auch, ist mir egal im Endeffekt. Es gibt König, also, kann ich aber jammen, ne?
Von mir aus. Ja, gut, dann. Ja, wir können ja, wir müssen Jam ja nicht raus verbieten. Es ging ja nur darum, dass es halt. Oh, warte mal, was haben wir jetzt für Truppen? Das ist ein bisschen blöd. Ich muss. Wobei, soll ich ein Risiko? Komm, wir gehen mal einen Risikoangriff. Ist jetzt egal. Gucken, wie viel wir da fertig kriegen. 7 Minuten 26. Ich glaube, ich muss jetzt. Ich glaube, ich gehe auf 3 Angriffe, denn ich schaffe gar keine 4, glaube ich. Oh Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist hier los? Oh Gott. Warum? Nein, ich habe 26. Lol, was habe ich für eine Armee? Oh oh. Ich habe die falsche Armee ausgebildet eben. Die ist aus der Folge. Oh nein. Das ist natürlich nicht genital, mein Freund. Das ist jetzt gar nicht genital. Kommt, schnappt euch bitte. Schnappt euch bitte das Katapult. Ja, Katapult ist weg. Okay, der Loot ist natürlich absolut abartig. Muss man sagen. Also der ist nicht nur gut, der ist wirklich millionenlastig, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Das würde ich dann auch sagen. Der ist genital. Aber leider ist meine Armee das nicht so. Nein! Wenn ihr ein schlechtes iPad wollt, könnt ihr meins kaufen. So. Und zack, und zack, und zack. Oh, bitte sag, dass es jetzt reicht für ein paar Sachen, bitte. Sag, dass es... Na, Skelettfalle, Mami. Okay, hier nehmen wir nochmal. Hätte ich jetzt hier eine gescheite Armee gehabt. Ich hätte echt viel farmen können. Allerdings, wir dürfen jetzt nicht vergessen, ich habe da auf jeden Fall noch die Baby Dragons. Die werden mir, glaube ich, noch den Arsch retten. Ja, 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 das reicht noch halbwegs. Okay, jetzt haben wir noch 6 Minuten übrigens, ne? Okay. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, was denn der Gewinner von uns beiden bekommt. Nämlich diesen formschönen WM-Pokal. Das ist nicht nur der WM-Pokal im Fußball. Ihr werdet das Design wahrscheinlich erkennen. Nein, es ist auch der WM-Pokal für uns. So. Naja, war jetzt nicht ganz so viel, wie ich natürlich erhofft hatte, aber es ist in Ordnung. So, okay, das reicht niemals. Wenn ich das so mache. Das reicht niemals. Dann müssen wir das mal eben so machen. Wer hat mir denn jetzt Riesen gegeben? Ich habe doch gesagt Farmen. Kann ich, also die Truppen dürfen wir trotzdem jammen, oder wie war das jetzt? Die ja, schaffst du ja sonst nicht ganz, oder? Also hä, ich hab geboostet und die werden vorne und hinten nicht fertig. Bei mir auch nicht, deswegen. Was ist denn das? Was ist denn hier los? So, 5 Minuten noch, 5 Minuten 15. Ja gut, ich habe jetzt Barge ausgebildet, weil ich jetzt nichts anderes hab. Ja gut, dann machen wir das so. Mal ein paar Drachen fertig. Ja, das ist... Das wird ja alles von hinten nicht fertig hier. Deswegen nehme ich die Zauber nehme ich jetzt gar nicht mehr mit. Helden nehme ich jetzt auch erst gar nicht mehr mit. Ist egal. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier noch was finden. So bis 2 Minuten vorher könnte ich es noch schaffen. Vielleicht mit diesem Angriff, damit wir vielleicht noch einen durchdrischen können. Oh Gott, das wird aber knapp. Ich brauche eine gute Armee und Bartsch war, glaube ich, keine gute Idee. Aber ich habe nicht mal Clan-Truppen. Gar nichts. Okay, den nehme ich mit. Okay, okay, das, wir haben Glück, Leute. Wir haben Glück. Wir haben nochmal Glück. Wir haben okay, nochmal Glück gehabt. Jetzt auch so einfach. Weil er alles draußen hat. So. Jetzt gucken wir mal eben. Okay, das war geschenkt. Das war geschenkt. Jetzt haben wir gleich noch 4 Minuten und 18 Zeit. Ja, da oben noch ein bisschen was hin. Komm, 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 komm. Behaltet euch ein paar Truppen übrig. Hey, oh, da ist auch eine Mine. Die will ich haben. Da vorne ist noch eine Mine. Dann haben wir noch 2 Elektrodrachen übrig, haben noch einige Zauber übrig. Das ist nicht schlecht, dann spare ich mir ein paar Gems. Können wir gleich noch einen Angriff mit den Helden machen. Alter, das war echt guter Loot. Und so einfach zu bekommen. So einfach. Okay, ich nehme das jetzt nochmal hier mit. Wollte noch einen Bohrer. Irgendwo muss doch noch ein Bohrer sein. Hm. Wo ist das Dunkle denn? Hallo? Wo ist das Dunkle? 29%, wir geben auf. Okay, das war Angriff Nummer 3. Und es sieht wirklich gut aus bisher. Es sieht wirklich sehr gut aus. So. Den machen wir fertig. Dann werde ich da noch was ausbilden. So. Wir können jetzt loslegen mit dem letzten Angriff. Zauber. Ja, komm. Wie lange brauchen die? 4 Minuten. Oh Gott. Ich werde jetzt. Soll ich riskieren oder soll ich nicht riskieren? ich habe kaum noch Gems. Ich habe kaum noch Gems. Jetzt habe ich gleich wirklich kaum noch Gems. Jetzt habe ich noch 89 Gems. Na gut. Dann oh, das ist nicht viel. Oh Gott! Leute, was ist hier los? Was geht denn hier ab, oder? Das ist ja wohl echt. Da laberst du schon wieder, das hört sich nicht gut an. Das ist ja ein Loot-Monströso ist das hier, ja. Mein lieber Mann, du.
Das geht mal gut ab hier, Leute. Das geht mal echt gut ab. Ich will nicht sagen, aber ich hab dich echt. Ich hab dich sowas von im Sack. Hab dich besiegt. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance, hast du. Ja. Ich brauche nicht mal die Zauber zu setzen. Guckt euch das mal an hier. Alter Schwede, der Stern ist schon da. Okay, warte mal, da ist doch das Lager. Komm, ja, das kriegen wir auch noch. Okay, da ist nicht so viel drin. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall noch den Bohrer schnappen. Du hast jetzt noch 2 Minuten und 10. Ja, ich bin fertig. Bist fertig? Ja. Was? Wieso bist du so schnell fertig geworden? Wo ich 4-mal was Gutes gefunden habe. Was Gutes oder was sehr Gutes? Das wird sich gleich zeigen. Was Gutes oder was ausgesprochen Gutes? Ab wann ist denn gut? Oder sehr gut? Sehr gut würde ich so schätzen, ab 800.000. Von beiden. Pro. Nein, sehr gut würde ich so schätzen, ab 500.000 oder so. Ich bin jetzt auch fertig. Ja, schnappt euch das noch bitte. Ja. Nein. Fega, weg. Okay, das hat noch geklappt. Das war nochmal 2000 extra. Alter, das ist... Es ist gut. Sehr schöner Loot. Ich würde mal sagen, zur Feier des Tages nehmen wir den jetzt auch noch komplett auseinander. Denn wäre ja blöd, wenn ich das nicht noch machen würde. So. Und ich rechne mal. Dann machen wir den Kollegen jetzt mal eben hier komplett auseinander. Ja, ich bin mal echt gespannt. Also es lief gut, also dann kann ich ja den Timer beenden, ne? Kannst du machen, ja. Dann beenden wir den. Dann werde ich gleich schon mal den ersten Punkt für mich eintragen. Oh, jetzt kommt Matthias gleich so. Ich hätte 8 mal 1 Million. So. Ist nicht ganz. Guck dir das mal an, ey. Der Loot ist echt. Also, ich rechne das jetzt mal eben zusammen. Und dann werden wir es jetzt gleich mal gegenüberstellen. Bis gleich. Hast du echt so einen richtigen Oldschool-Taschenrechner? Ja, ich tippe das mit der Tastatur. Du hast bestimmt so einen, wo am Ende noch so dieses Papier rauskommt. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben das jetzt mal ausgerechnet und ich habe jetzt meine 3 Zahlen mal vor mir aufgeschrieben, was ich denn da raus habe. Also, ich würde mal sagen, du kannst ja mal anfangen mit Gold. Wie viel Gold hast du denn gefarmt? 2,209 Millionen. Okay, ich habe gefarmt 2,557 Millionen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Wie viel? Ne, warte mal, ist das eine 5? Ja, ich glaube schon. Wie viel Elex hast du gefarmt? 2,436 Millionen. Oh, okay. Wie viel Dunkles? 17.299. Hast du wohl verloren, mein Freund. Tja. Ich habe nämlich 2,591 Millionen Elex gefarmt und habe 24.093 Dunkles. Und das ist gut mit 4 Angriffen. Das andere war knapp, aber... Elex war richtig knapp, aber Dunkles, da habe ich am Ende nochmal... 8.300 rausgeholt. Ja, ich habe bei einem Angriff nur 1.000 bekommen, deswegen, das war... Boah, wie hast du den Rest dann noch gekriegt? Ich habe 5.000, ja, 5.000... 3x5. Ich habe 5, 5, 5, 8... Ja, ich habe 5, 5, 5, also 5, 4, 5, 1, 5, 6 und 1. Beim letzten Angriff, ich hatte bei einem Angriff hatte ich über 1 Million fast von beidem, aber ich kam nicht an alles ran. Da hatte ich 926.000 Gold und 1,1 Millionen Elex, aber ich das... Ja, ich schicke dir einmal kurz die Übersicht, dann kannst du das ja... Dann kann ich das vergleichen und ja, und dann würde ich mal sagen, geht der erste Punkt schon mal an mich. Und lass das so machen. Ich habe jetzt den ersten Punkt geholt, dann suche du doch mal aus, was das zweite Spiel ist. Ja, du hast jetzt spontan oder was? Ja, du kannst dich jetzt... Was hat man, also wir hatten Boom Beach, Brawl Stars... aber Clash Royale und Brawl. Ich fände ja Brawl Stars interessant. Die Frage ist, was wir da machen können. Da brauchen wir noch ein paar Ideen am besten, ne? Ja, schreib die Ideen auf jeden Fall in die Kommentare und... Also hast du dich jetzt dazu entschieden? Dann würde ich sagen Brawl Stars als nächstes, aber wir sind noch offen, was wir machen. Ja, aber dann ist das Spiel schon mal fix, dann könnt ihr eure Ideen in die Kommentare schreiben und dann werden wir uns da was aussuchen und dann wird beim zweiten Spiel dann entschieden, was es, also beziehungsweise wird bekannt gegeben, was ihr gewinnen könnt. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, vergesst nicht den Creator-Code MBF einzugeben und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.